Hallo, liebe YouTube-Freunde. Heute bin ich mit der Challenge dran, von zu Hause wandern. Und ich bin jetzt hier bei mir losgelaufen, von der Haustüre in den Wald. Und ja, ich will mich nochmal bedanken bei dem Saschas Wanderblog, der wo mich nominiert hat. Ich habe die Challenge gerne angenommen. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zeigen hier von der Umgebung. Und ja, wie gesagt, ich werde euch ein bisschen mitnehmen hier in die Umgebung. Ich zeige euch ein bisschen was. In diesem Sinne, ich würde sagen, auf geht's, lasst uns loslaufen. Zu den Nominierungen, wo später komme ich noch dazu. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir laufen los, ich zeige euch ein bisschen was. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video. Und ja, ich würde sagen, wir laufen los. Also, auf geht's. So, jetzt also. Ich hoffe, die Ansprache hat ein bisschen funktioniert. Da sind immer wieder Fahrradfahrer gekommen. Aber ich denke, das hat schon relativ gut geklappt. Gut, also, wie gesagt, ich wurde ja nominiert vom Saschas Wanderblog. Danke nochmal für die Challenge von zu Hause weg. Oder von zu Hause. Und ich nehme euch jetzt einfach genau hier mit durch mein schönes Scheichtal. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen hier die Eindrücke hier rüberbringen, wie es bei mir hier aussieht. Ich laufe von der Haustür quasi raus und bin dann schon im Scheichtal. Ich zeige es euch gleich nochmal hier die Umgebung. Und ich würde sagen, ich laufe ein bisschen, zeige euch was. Ich hoffe, euch gefällt. Und dann gehen wir los und schauen wir mal, was ich alles euch zeigen kann. Also, dann gehen wir los. Ach ja, und falls ihr es noch nicht gesehen habt, da ja im Moment der Frühling kommt, habe ich wieder meine neue Mütze bzw. mein Hut wieder raus und abgestaubt. Und meine Gams ist auch mit dabei. Und die Gams ist wieder on Tour. Und ja, zu meinem Fuß später sage ich ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir mal noch ein Stückchen und ich zeige euch hier die Umgebung. Also, auf geht's, gehen wir. So, jetzt kommt hier wieder eine Abzweigung. Wenn man den Weg da runterläuft, dann kommen wir mal wieder an die Ortschaft, wo ich losgelaufen bin und wo ich wohne. Aber ich will ja euch ein bisschen hier die Umgebung zeigen. Wegen dem laufe ich da einfach mal den Weg weiter. Also gut, seid gespannt. So, jetzt bin ich da schon ein Stückchen gelaufen. Und bin jetzt immer noch hier auf dem Wanderweg Richtung Dettenhausen. Ui, da habe ich auch was Schönes gesehen. Muss ich euch kurz zeigen. Auch bei uns hier werden Bäume gefällt. Natürlich, ich hoffe nur die kranken Bäume. Oder zeige ich euch mal schön das Geschoss hier. Das riesige Ding. Ja. Auch sowas gibt es bei uns hier. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die machen nur die kranken Bäume raus.
Und ja, wie gesagt, also ich bin jetzt hier auf dem Wanderweg, wo hier durch das Scheichtal verläuft. Und dieser Wanderweg geht 9 Kilometer bis nach Dettehause. Und in Dettehause geht dann dieser Weg weiter Richtung Tübingen durch den Schönbuch. Da habe ich ja auch schon etliche Touren gemacht. Werde euch auch die Touren verlinken. Waren auch ein paar sehr schöne Touren dabei. Und ja, sieht halt jetzt alles noch ein bisschen trostlos aus, will ich mal sagen, weil der Hanne jetzt noch nichts blüht. Aber wenn natürlich der Hanne alles schön grün ist, dann ist das natürlich auch herrlich zum Laufen hier. Ne? Aber gut, ist ja egal. So ein bisschen einen Eindruck bekommt man ja bestimmt. Und jetzt muss ich gucken, irgendwo geht es jetzt dann rechts hoch, dass ich eine kleine Runde laufe. Sonst bin ich irgendwann nochmal zu weit und dann muss ich wieder zurück. Aber den werde ich schon finden, den Weg. Okay, also, dann gehen wir mal weiter. So, jetzt sieht man da Hanna, schöne Wiese. Und wenn man hier ein bisschen bei Abenddämmerung herkommt, dann sieht man auch wunderschön die Rehe draußen. Ne? Ja, sieht man ein paar Blümele. Gut. So, jetzt muss ich irgendwann nochmal den Weg rechts hochfinden. So, ja gut. Dann melde ich mich nochmal geschwind, bevor es irgendwo in der Waldnei geht. Auch ich darf ja 3 YouTuber nominieren. Und ich denke, ich fange mal an. Und ich würde sehr gern den Kanal Black Forest Buddies mit dem Achim und mit dem Olli würde ich gern als erstes nominieren, weil ich denke, da wird es mal wieder Zeit, dass die zwei eine Tour machen. Und vielleicht klappt es ja irgendwie, dass die sich zusammentun und dann von zu Hause uns ihre schöne Umgebung zeigen. Jeder weiß ja, der Achim ist mein Bruder. Durch den bin ich überhaupt zu sowas gekommen, was ich jetzt hier mache. Danke nochmal. Gell? Super Idee. Und ja, also meine erste Nominierung ist dann der Kanal von The Black Forest Buddies mit dem Achim und mit dem Olli. Ihr dürft auch gerne vorbeischauen. Die würden sich bestimmt freuen. Und ihr zwei, Achim, Olli, ich hoffe, dass ihr die Challenge annimmt und bin schon mal gespannt auf euer Video. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, lasst euch was einfallen. Okay, dann gehen wir weiter. So, jetzt sind wir hier schön an dem Brunnen. Kann man auch wunderbar sitzen. Ja. Da haben wir schönes Wasser. Ja, gut. Was heißt schönes Wasser? Ja. Geht so. Ja. Ne? Aber da haben wir schön im Schatten. Gell? Auch nicht schlecht so zum Sitzen. Okay. Also gut. Gehen wir weiter. Ne? So. Da unten sieht man jetzt so ein kleiner Bach. Das ist die Scheich. Und die Scheich fließt nachher in den größeren Fluss, in die Aich. Und die Aich fließt dann in den Neckar. Ne?
So, jetzt sind wir hier angekommen. Auch wir haben einen kleinen See hier bei uns. Da bin ich jetzt angekommen hier. Ja, was heißt See? Ein kleinerer Tümpel, wenn man mal sagen. Ja. Aber auch, ja, mit Frösche, mit Ente, hat es auch alles mit drin. Ne? Da ist alles mit dabei. Ne? Ja, im Moment ist noch alles ruhig. Aber ich denke, demnächst dürft es anfangen mit den Fröschen, mit ihrem Gequake. Oder ist vielleicht schon vorbei, weiß es nicht. Aber das ist hier so ein schöner, idyllischer, ruhiger See. Ne? Also, jetzt haben wir den auch gesehen. So, jetzt sitze ich hier an dem See. Und ich würde sagen, ich mache meine zweite Nominierung. Und zwar würde ich gern den Thomas nominieren für die Challenge mit seinem Kanal Thomas Langstrecker. Thomas, ich hoffe, du siehst mein Video und ich hoffe, du nimmst meine Nominierung an. Ich würde mich sehr freuen, ein bisschen was von dir zu Hause sehen, wo du so wohnst, was es da so gibt. Ich würde mich freuen, wenn du die Challenge annimmst. Wie gesagt, meine zweite Nominierung. Thomas Langstrecker. Ihr dürft auch gern bei ihm auf dem Kanal vorbeischauen. Er macht auch sehr schöne Videos. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir weiter. Bis später dann. So, melde ich mich nochmal. Und zwar musste ich jetzt leider wieder den normalen Weg zurückgehen. Weil diese Kreuzung, das hätte doch noch ein bisschen gedauert. Und da ich doch relativ spät los bin, ich glaube erst um 2:30, wollte ich jetzt nicht so eine allzu große Tour machen, sondern wollte einfach nur mal hier geschwind eine relativ kleinere Runde machen, weil ich auch nicht weiß, wie mein Fuß sich verhält. Weil, wie gesagt, ich habe ja bei unserem Community Trail, wie am Weg, habe ich mich etwas übernommen und habe meinen rechten Fuß etwas überlastet. Also der ist immer noch nicht ganz in Ordnung. Am Schienbein, das ist zwar weg, der Hubbel, aber außer am rechten Knöchel merke ich noch ein bisschen was. Und ich hoffe, jetzt tut keiner essen. An meinem rechten großen Zehe ist der Nagel unten ganz blau. So violettblau, dunkelblau. Ja, den habe ich wohl auch etwas geschrottet. Aber mittlerweile geht's wieder. Ich laufe halt langsam. Ich laufe keine Steigungen hoch, sondern richtig schön auf der Ebene. Und ich hoffe, so 1 bis 2 Wochen, dann geht es wieder relativ gut. Und dann kommen auch wieder richtig schöne lange Touren. Was heißt lange Touren? 20 Kilometer oder so. Aber dann geht es wieder auf die Schwäbische Alb hoch und so. Ja. Aber gut, okay, das wollte ich nur geschwind sagen. Ich laufe jetzt wieder die gleiche Strecke zurück, aber nicht ganz die Strecke, sondern ich gehe vorher leicht links weg. Und laufe dann außen rum und komme aber dann wieder an dem Wohnort, wo ich losgelaufen bin, raus und zeige euch nochmal so ein paar Sachen von meiner Ortschaft. Den Wald und so, die Wanderwege habt ihr ja jetzt da gesehen. Da zeige ich nachher nochmal ein bisschen was. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran und ich zeige euch noch das ein oder andere. Gell? Okay, also dann seid gespannt und bleibt dran. Bis gleich. So, jetzt melde ich mich nochmal, bevor das Licht weg ist. Die Sonne geht jetzt dahinter so langsam unter.
Also nicht ganz unter, aber die ist jetzt hinter dem Berg. Und bevor ich keine Lichtverhältnisse mehr habe, werde ich jetzt zu meiner dritten Nominierung kommen. Und zwar würde ich sehr gerne den Kevin und die Ella vom Kanal Darksider on Tour. Der Kanal gefällt mir auch recht gut. Der macht auch richtig schöne Wanderungen und so. Und mich würde es freuen, wenn er meine Challenge annimmt, meine Nominierung. Und mich würde auch interessieren, wie es so bei ihm da in der Umgebung aussieht. Und ja, Kevin und liebe Ella, ich würde mich freuen, wenn ihr meine Nominierung annimmt. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch mal eure Umgebung zeigt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch mitmacht. Ja? Also somit waren das jetzt meine drei Nominierungen und wir gehen weiter. So, jetzt bin ich aus dem Wald raus. Da Hanne kommt wieder richtig schöne Grünfläche. Da kann man auch schön sitzen. Aber ich laufe nur ein Stückle. Vielleicht kommt nur ein schönes Plätzle in der Sonne. Ja. Aber hier. Ein paar schöne Blümle. Ja. Gut, okay. Dann laufen wir noch ein Stückle. Also wie gesagt, den Weg da kenne ich ja. Und ich bin jetzt ungefähr noch 1,5 Kilometer von daheim weg. Und ich werde jetzt schauen, dass ich irgendwo noch ein helles Plätzle finde, bevor es dann wieder reingeht zu den Häusern. Weil da kann man ja weniger schwätzen, wenn da die Leute laufen. Ja, genau. Wegen dem würde ich sagen, ich hoffe, jetzt kommt noch ein Plätzle. Und dann sieht man sich gleich nochmal. Also, ja, da vorne hinter der großen Tanne kommen schon die Häuser. Und ja, wir sehen uns gleich nochmal. So, also, hallo. Ich bin jetzt am Ende mit meiner Tour. Hallo Sascha, ich hoffe, dir hat die Tour gefallen. Ich hoffe, ich habe deine Anforderungen erfüllt und habe euch oder habe dir ein bisschen was von meiner Heimat hier gezeigt. Natürlich kann man noch viel weiter, viel mehr laufen. Aber es geht ja darum, dass man ein bisschen so von seiner Umgebung, von seiner Heimatstadt ein bisschen was zeigt. Ich denke, das konnte ich euch ein bisschen was zeigen. Ich habe ja mehrere Videos schon gemacht, unter anderem hier in der Umgebung. Dürft ihr da ruhig gerne mal reinschauen. Und ja, in dem Sinne, was gibt es zum Sagen? Danke Sascha für die Nominierung, habe ich gerne gemacht. Und ja, ich hoffe, meine drei Nominierte werdet meine Nominierung auch annehmen. Bin schon sehr gespannt auf die Videos. Und ja, was gibt es viel zu sagen in dem Sinne? Nix. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen über einen Daumen hoch. Ihr könnt Kommentare schreiben. Natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Wäre ich auch sehr dankbar. Und ich würde einfach sagen in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Ich hoffe, ich gehe jetzt wieder auf Tour. Mein Fuß, ja, er ist noch nicht ganz hundertprozentig, aber er wird. Und ich denke, nächste, übernächste Woche werde ich ein bisschen ein Video machen mit einer längeren Tour. Wohin, weiß ich noch nicht. Aber es werden dann wieder Wandervideos kommen, versprochen, mit meinem normalen Outfit. Mein Hut ist natürlich auch wieder mit dabei. Vorne die Gams auch mit dabei, ist klar. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao, macht's gut. Bis dann, eure Schönbuchgams. Ciao, tschüss, macht's gut. Ciao, ciao, tschüss. Ciao.